Hallo, mein Name ist Alexander Smirschitz und ich spiele in diesjährigen Produktion Der Verschwender den Kammerdiener Wolf. Gott bewahre mich vor einer solchen Ungerechtigkeit. Viele Menschen haben schon ihr Glück erlächelt. Selbst ein Dummkopf kann eine Minute mal für einen klugen Mann gehalten werden. Nur mit Anstand zu lächeln. In dem Stück geht es darum, dass der reiche Flotwell sich in eine Fee verliebt. Die muss dann allerdings von der Erde verschwinden und dann wird er so traurig, dass er einfach all sein Geld zum Fenster rauswirft sozusagen und dann am Ende ganz arm ist, also verarmt. Man lernt richtiges Artikulieren, Sprechen, den Zusammenhalt zwischen den Kindern, den Schauspielern. Und es ist wie ein Flugsimulator in das weitere Leben. Beistand vor Zorn, zusammen! Verstanden? Do you understand? Comprehend? Ja, natürlich. Das ist alles ganz recht. Doch, nun lassen Sie vernünftig reden. Erlauben Sie, meine Reden sind ein wahrer Triumph. Ich habe die unangenehme Nachricht zu sagen, dass Sie den Bau des Schlosses nicht bekommen werden. Hören Sie auf, das kann doch nicht sein, wir schmutzen eine Gartenmauer. Wie ist denn das möglich? Wir lernen, offener zu sein im Leben, wir lernen, wie man umgeht mit anderen Menschen, also wir lernen sehr viel fürs Leben. Ich fing an zu spielen, setzte mein ganzes restliches Geld und gewann. Aus lauter Freude setzte ich nochmals. Verlor alles. Alles. Ja, ich habe sehr viel gelernt eigentlich im Kindertheater. Vor allem eben auch, dass man eigentlich zu jedem höflich sein soll. Und ich habe auch eine gewisse Weltanschauung gelernt. Eigentlich, dass es wirklich einen Wert hat, jeden Tag aufs Neue zu leben, anstatt irgendwie herumzugammeln und nichts zu tun. Weil es immer irgendwie, findet man immer etwas Positives, wenn man es sucht. Die Natur hat mir nur eine starke Geilenart geschenkt, die nicht zerplatzt ist bei dem ganzen Unsinn, den ich in den letzten 5 Jahren hier erleben musste. Am besten gefällt mir, dass alle sich gern haben, die 16-Jährigen und die 5-Jährigen spielen miteinander und haben Spaß miteinander. Du musst mit mir doch diese Nacht nach England fliegen. Unmöglich, nein. Ich kann die Mutter nicht alleine lassen. Und wie gefällt dir das Stück insgesamt? Bombastisch. Das ist echt cool. Der Raimund war ja schon ein gescheiter Hund. Das hat sich gereimt. Also wir beginnen mit den Proben im Februar und dann im Juni sind die Endproben für die Schüleraufführungen im Theaterbrett. Dann ist Sommerpause und dann im September sind doch mal die Endproben hier im Studio Molière. Wo willst du hin? Du kommst denn nicht von der Stelle? Also es ist auch fantastische Schauspieler, Kollegen. Wunderbar. Sonst finde ich es ein sehr lustiges, heiteres und auch teilweise sehr schönes Stück. Vor allem die Szene mit der Keristane. Ich finde die Produktion alleine ist dieses Jahr irrsinnig gut. Also es ist saulustig. Die Leute sind alle irrsinnig witzig.
deswegen macht es mir dieses Jahr so richtig Spaß. Am besten gefällt mir das Zusammenspielen und dem Publikum eine Freude zu machen, denn sobald das Publikum eine Freude hat, hat man selbst auch die Freude.